Ja, guten Abend. Erstmal vielen Dank. Fragen heute immer wieder beeindruckend. Ich höre sehr gerne zu. Bei der Schwurbelei. Das wird spitze mal sein. Alles Fakten, was wir gesehen haben. Ich habe das selbst auch mal recherchiert, bin noch mal ein bisschen tiefer eingegangen. Also, das ist leider alles wahr. Ja, und das ist so erschreckend, dass das wahr ist. Und vielleicht gibt es jemanden, der mich nicht kennt, dann stelle ich mich hier höflichkeitshalber einmal vor. Ja, mein Name ist Edwin Wie, ich bin Landwirt aus Rinteln. Bin jetzt 48 Jahre, jetzt gerade erst geworden, verheiratet, drei Kinder, Sohn und zwei Töchter, ganz sicher. Und bin ledig, wollte es nur sagen. Bin Leitansteiger in der Landwirtschaft, habe hier in der Neuland 2012 die Ausbildung zum Landwirt nachgeholt. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass wir schon im Vorhinein, also bevor wir überhaupt hier was präsentiert haben, Herr Fahrenhold und ich, schon so ein bisschen, ich sag mal, weggecancelt wurden. Also ich bin in Frage gestellt. Ich finde es immer ganz gut, wenn man sich einfach mal ein Bild macht. Hier sind ja sicherlich viele dabei, die das auch nicht tragen, was hier gerade vorgetragen wurde. Und wahrscheinlich, was ich auch sagen werde, auch nicht für gut beheißen. Das ist ja nicht schlimm. Das nennt man Diskurs. Und das ist in der Demokratie, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass wir in Diskussionen gehen, dass wir beide Seiten uns anhören und dann uns eine Meinung bilden und von mir aus auch streiten. Streiten ist gut. Streiten ist wichtig. Ja, und dann suchen wir, ich bin Kommunalpolitiker, in Rinteln sitze im Stadtrat und das ist ganz wichtig. Es klappt im Stadtrat auch nicht so, aber im Ortsrat, das ist die Partei, vollkommen egal. Da kennen wir uns alle, da reden wir, da diskutieren wir, streiten uns auch mal und trinken danach ein Bier, weil wir uns auf irgendwas geeinigt haben. Und das ist für mich Demokratie und das haben wir doch, wenn wir mal ehrlich sind, total aus den Augen verloren. Das ist doch wichtig. Ja? Ich war auch in der Zeitung, ich kandidiere jetzt auch, ich bin bei den Freien Wählern, ich war lange bei der CDU, bei den Freien Wählern, aber ich bin deswegen heute Abend nicht hier. Ich will Sie davon gar nicht überzeugen, mich zu wählen, um Gottes Willen, gar nicht. Ich möchte nur das Ihnen heute Abend ganz kurz auch nur, ich habe eine PowerPoint mit, aber wir wollen ja gleich nochmal in den Diskurs gehen, das ist mir ganz wichtig. Ich möchte Ihnen aber nur eins sagen, ich bin auch Sprecher für die Bauernprotestbewegung Landwirtschaft verbündet Deutschland. Wir waren nun lange auf der Straße und wir haben massive Probleme in diesem Land. Und immer wieder stelle ich fest, ob es im Energiebereich, Industrie, Landwirtschaft, die Probleme sind irgendwie immer gleich. Wir unterliegen, behaupte ich, meine persönliche Meinung, Sie können gerne widersprechen, dem Narrativ, dass wir das Klima retten müssen, koste es, was es wolle. Wir haben hier heute auch die Presse da, auch von der Taz ist hier, glaube ich, jemand da heute Abend, finde ich super, meine Lieblingszeitung. Und deswegen hören Sie mal Frau Herrmann mal genau zu, was sie sagt. Das ist genau, was Professor Fahrenhold gerade gesagt hat. Deindustrialisierung, gesunde Schrumpfen. Das kann man gut finden, das verurteile ich gar nicht. Dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, das streite ich überhaupt nicht ab. Jeder Eingriff in die Natur hat seine Folgen, das sage ich als Landwirt, ist ganz klar. Jetzt geht es nur darum, jeden Eingriff, den wir als Gesellschaft, als Bürger dieses Landes vollziehen, da müssen wir uns einig werden, wollen wir das und da müssen wir den besten Weg finden. Wir haben gerade gehört, dass die Mehrheit inzwischen völlig der Meinung ist, dass der AKW-Ausstieg schlecht ist fürs Klima, schlecht ist für den Strompreis und schlecht ist auch für die Versorgungssicherheit. Wir sind seit dem Ausstieg zum Netto-Stromimporteur geworden. Das muss man als Exporteur all die Jahre. Und wir haben, Herr Fahrenhold hat Fukushima angesprochen. Mit unseren AKWs wäre Fukushima nicht passiert. Ich habe mich mit Adrian Glaubitz, habe ich einen Artikel in der Zeit mal über den gelesen, habe dem angerufen, ich sage, wollen wir mal ein Gespräch machen, ich mache das auf YouTube immer oder bei Facebook, und habe mir das angehört. Das ist jemand, der weiß das. Diplomphysiker, der weiß das ganz genau, was los ist. Und dann frage ich mich allen Ernstes, nur weil man uns das jeden Abend auf dem Bildschirm rumplättert und sagt, das war richtig und alles ist gut so, und man will das Klima retten, indem man CO2 erspart, und wir wissen ja ganz genau, wir haben es gerade gesehen, dass das völlig absurd ist. Und dann kommt immer wieder dasselbe bei AKWs, ich bin kein Lobbyist für AKWs. Ja, aber ich finde es abenteuerlich, dass wir daran nicht mehr forschen und nach Ruanda gehen müssen. Ruanda, um dort als deutsche Wissenschaftler zu forschen. Also das ist doch für den Wissenschaftsstandort Deutschland eine Vollkatastrophe. Das bin ich böse, Leute, aber das kann nicht wahr sein. Ein Punkt, den möchte ich ganz gerne mal loswerden. Das hat glücklicherweise Herr Fahrenhold gar nicht so angesprochen. Ich war vor zwei Wochen in Bad Waldsee. Das ist in Baden-Württemberg, habe dort zwei Vorträge gehalten über Landwirtschaft.
Und dann habe ich vorher jemanden besucht, Werner Haller, ein Bauunternehmer. Ich hatte den bei YouTube mal gesehen, der hat gesagt, das kann nicht wahr sein, dass bei uns in einem wunderschönen Wald in Baden-Württemberg an dem Fuß von Ravensburg ein riesiger Windpark, der größte Windpark Baden-Württemberg entstehen soll. Wir reden hier von Windkraftanlagen 285 Meter hoch. Und dann hat er mir das erzählt, was ich auch wusste schon, wie viel Stahl verbaut wird, 300 Tonnen Stahl. Und dann hat er mir nochmal erzählt, als Bauunternehmer weiß das natürlich ganz genau, wie viel, und jetzt, da war ich schon ein bisschen erstaunt, wie viel Beton dort verbaut wird. Das wusste er ganz genau, sind 1500 Kubikmeter. Anders gesagt sind es 3600 Tonnen Beton. Das sind 200 Betonmischer für ein Windrad. Das muss man nur wissen. Jetzt könnte man sagen, okay, aber das kostet ja auch alles CO2 und das ist eine Versiegelung. Und das Interessante ist, Sie müssen sich auch, ich glaube, du weißt es besser, man muss sich ja auch verpflichten, wenn man Windkraftanlagen baut, die wieder zu entsiegeln. Ja? So, jetzt wissen wir alle, wenn wir das wissen, 300 Tonnen Stahl in dieser Raum hier, der reicht gar nicht für dieses Fundament aus. Und dann müssen Sie das entsiegeln. Wisst ihr, was entsiegeln heißt bei Windenergieanlagen? Habe ich neulich im NDR gelesen. Einen halben Meter abtragen. Dann ist es entsiegelt. Also ich bin Landwirt. Ja? Was daran dann entsiegelt sein soll, hinterfrag ich jetzt mal. Okay, nächster Punkt. Das sind Anlagen 7,2 MW. Das ist die Nennleistung. Damit ist genau, was Herr Fahrenholt gerade gesagt hat, ich will Ihnen mal erzählen, Niedersachsen hat es ja geschafft, glaube ich, habe ich im NDR auch gelesen, dass wir 100% aus Erneuerbaren gewonnen haben. Das finde ich grundsätzlich super. Und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, also ich bin totaler Freund von Photovoltaik, weil das hier im Zeitungsbericht hier auch stand. Kann ja nicht wahr sein, dass die Leute kommen hier und haben die beiden und wir bilden hier Photovoltaik aus und sowas. Ja, ich habe auf meinem kleinen Familienbetrieb über 200 kW Peak. Ich habe jedes Dach vollgepflastert. Ich habe 5 fossile Heizungen rausgeschmissen, Öl und Gas, und habe noch Holzhackschnitzelheizung. Müssen Sie auch jemand erklären, dass das auch CO2-neutral ist, und sagt dann, nein, Sie verbrennen das doch. Ja, aber wenn ich das Holz nicht verbrenne, dann wird das CO2 halt langsamer freigesetzt, aber es wird trotzdem die gleiche Menge freigesetzt. Das ist ja heutzutage abenteuerlich, was Sie erzählen müssen, jemand. Mathe und Physik ist ja ausgesetzt teilweise in Deutschland. Und deswegen bin ich da schon manchmal ein bisschen verwundert. Aber ich bin totaler Freund von Erneuerbaren. Aber es ist genau, wie Herr Fahrenholt gesagt hat. Wir können ja dort Windkraftanlagen bauen, wo es Sinn macht. Aber genau dieser Windpark, der größte in Baden-Württemberg, da haben wir jetzt keine 7% Nennleistung bei den Windkraftanlagen, sondern wir haben einen Wirkungsgrad von nur 18%. Weil da einfach kein Wind weht. Wir haben es ja gehört von Herrn Fahrenholt. Irgendeiner muss auch die ganze Party bezahlen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich kann doch nicht allen ernstes, jetzt kommt der Punkt, was Sie da haben. Dieser wunderschöne Mischwald auf diesem wunderschönen riesigen Berg, eine riesige Fläche. Darunter ist das Wasser, was können Sie so trinken, haben wir da gemacht. Das speist die Stadt Ravensburg mit Wasser. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich erschrocken war. Das wusste ich alles auch noch nicht, was ich da gehört habe. Es geht dann um Mikroplastik. Beziehungsweise die älteren Anlagen, die wahrscheinlich hier teilweise Niedersachsen noch stehen, die wurden ja mit Glasfasern gebaut. Das kann ja jeder verstehen, die Flügel und so weiter. Und da, die modernen Anlagen haben aber Carbonverbundstoffe verbaut. Wo selbst die WHO das als beste Windenergieanlagen betitelt. Hochkrebserregend, der Epoxidharz, der da eingesetzt wird, ich kürze das mal ein bisschen ab, aber selbst das Bundesumweltamt, das kann jetzt jeder recherchieren und macht das auch bitte, das Bundesumweltamt sagt, dass wir bei diesen Anlagen, die ja dann auch nur eine Laufzeit von 20, maximal 25 Jahren haben, und wir haben ja viele alte, die vom Netz gehen, und das Bundesumweltamt sagt, wir werden pro Jahr 70.000 Tonnen an Flügeln haben, die wir entsorgen müssen. Und wir haben noch keine Möglichkeit, die zu entsorgen. Das weiß keiner. Das ist purer Sondermüll. Das mache ich immer zu den AKW-Gegnern, die immer sagen, ja, aber die Strahlung und so, und die Entlastung und all sowas. Ja, aber bei den Windenergieanlagen haben wir das auch noch nicht. Wie gesagt, Fraunhofer-Institut. Natürlich, das Fraunhofer-Institut forscht an Möglichkeiten, wie man das recyceln kann und sowas. Es gibt auch Möglichkeiten, eine geringe Menge im Beton beizumischen, aber das ist nur so ein Punkt. Was interessant ist auch nochmal, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist der Abrieb. Der Abrieb, der genau bei den Windkraftanlagen entsteht. Sie müssen sich vorstellen, in der Spitze haben wir Geschwindigkeiten von 300 km/h. Wir haben gerade über die Insekten gesprochen, wir haben über Sand gesprochen, auch bei Starkregen. Halten Sie mal bitte bei 100 km/h im Sommer das Fenster einmal oben oder eure Hand aus dem Dach. Und wenn ein Insekt vorliegt, das tut weh. Und dann bei 300 km/h, das heißt, ich habe natürlich auch Abrieb. Und jetzt kommt auch ganz interessant,
Das sagt jetzt der wissenschaftliche Dienst. Ich habe pro Jahr 1395 Tonnen Abrieb. Wir haben 31, das sind Zahlen aus 2020. Ja? Der wissenschaftliche Dienst hat keine neuen aktuellen Zahlen vorgelegt. Wir haben einmal 31.000 Windenergieanlagen gehabt dort. Das sind dann also 45 Kilo pro Anlage pro Jahr. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir hier bei den neuen Anlagen dann Carbonfasern haben, die lungengängig sind. Die atmen sie also dann auch zwangsläufig ein. Und bei den neueren Anlagen, es gibt dann eine Leading Edge Studie aus Dänemark. Dänemark ist jetzt nicht unbedingt Schwurbelland Nummer 1, sondern die haben auch Erfahrungen mit Windkraftanlagen. Und die gehen davon aus, können Sie alles nachlesen, die ist aus 2021, bei einem Rotordurchmesser von 130 Metern haben Sie 62 Kilo Abrieb pro Anlage pro Jahr. Bei den Schwachwindanlagen, das sind die, die wir in Bayern und Baden-Württemberg haben, die wir auch teuer bezahlen müssen in Zukunft, ja, die drehen sich etwas langsamer, sind natürlich dann auch viel, viel größer, weil da natürlich kein Wind ist und deswegen müssen Sie den Wind einfangen. Das sind also im Schwarzwald dort 180 Meter Durchmesser, da haben Sie 90 Kilo Abrieb pro Anlage pro Jahr. Und jetzt haben die natürlich dort Angst, wo diese auf dem Trinkwassergewinnungsgebiet dort der Wald danach gerodet wird und da oben diese riesen Anlagen stehen und dann natürlich auch pro Anlage pro Jahr, da rechnen wir 20 Jahre hoch, da fängt ihnen Angst zu wangen. Also das sind alles so Dinge, über die hören sie natürlich im Normalfall gar nichts. Und das wollte ich Ihnen heute Abend noch mitgeben, weil das hat mich auch ein bisschen, ich sag mal so, ja, geschockt hinterlassen. Weil wir sonst immer über alles Mögliche reden, was schädlich ist und sowas. Und das fand ich ganz interessant. Ich möchte mal vier kleine Punkte habe ich nur aufgeschrieben, drei habe ich schon abgehakt. Also was Herr Professor Fahrer gesagt hat, bei wissenschaft.de, wenn Sie gucken, da gucken Sie mal, wie viel Fläche Wald dazu gekommen ist. Das ist ungefähr die Fläche der USA in den letzten 40 Jahren. Das heißt also, dort wird natürlich dann auch Sauerstoff produziert, CO2 aufgenommen und das ist einfach so ein Punkt, und das hat Professor Fahrenholt auch glücklicherweise angesprochen, dass selbst der Chef des IPCC, also des Weltklimarats, sagt, selbst die 1,5 Grad werden uns nicht umbringen. Und wir reden über die negativen Folgen, die ja sicherlich auch irgendwo da sind, aber wir reden nie über die positiven Folgen, weil in der Menschheit waren die Warmzeiten eigentlich immer die besseren Jahre. Ja, ich bin halber Engländer, deswegen auch der Name. Mein Vater kommt aus Nottingham. Gehen Sie mal in Sherwood Forest und gucken Sie mal im Schloss und gucken Sie mal, wie der Wein angebaut wurde. Warum? Also das ist, das Klima verändert sich und niemand leugnet ja das Klima. Aber ich sehe es genau wie Professor Warenholz. Wir müssen auch mal nicht nur das Negative sehen, also das Positive. Und deswegen fand ich es auch ganz genau richtig, dass man auch Lösungsansätze anbietet. Und jede Landwirtschaft, die hätten auch Lösungsansätze. Ich kann jetzt hier stehen und nur meckern. Das ist Quatsch. Aber was man total vergisst, und das wundert mich immer so ein bisschen, man setzt ja immer nur auf diese beiden Energieträger in Deutschland, Solar und Wind. Grundsätzlich nicht verkehrt. Aber das eines der wichtigsten Länder, die nun mal unheimlich viel Energie fressen, ich meine nur das BASF-Werk in Ludwigshafen verbraucht so viel Strom wie ganz Dänemark. Und da muss man mal erklären, wie das wirklich nur aus den Erneuerbaren gehen soll oder an den Dunkelzeiten. Also es ist einfach nicht tragbar und es wird uns das Genick brechen, weil es einfach so teuer ist. Wir brauchen einen gesunden Energiemix und da könnte die Landwirtschaft, gerade auch mit Biogas, mit einem guten Beispiel vorangehen. Wir könnten das 0,0 von 10% an Gas, was wir in Deutschland ja schon jetzt produzieren, auf 20 hochgehen. Wir brauchen von dem Amt, zuständigen Amt, einen Zettel mit einer Unterschrift drauf, darfst du, mach es. Man hat es wieder komplett vergessen, Biogas. Ich weiß auch, Biogas hat, das ist alles so kritisch, aber grundsätzlich muss man einfach mal darüber nachdenken, welche Alternativen haben wir. Und ich weiß auch, dass Fracking, weil Professor Fahrer das angesprochen hat, ich weiß nicht, ob Sie sich mal erinnern können, vor letztes Jahr war unser Ministerpräsident Stefan Weil bei Markus Lanz zusammen mit dem Fracking-Experten Nummer 1 in Deutschland. Und als es um das Thema Fracking geht, da haben Sie ja alle wahrscheinlich noch aus dem Fernsehen die USA wie den Wasserhahn aufdrehen und dann kannst du Feuer machen. Das ist alles Quatsch, das hat mit Fracking gar nichts zu tun. Aber das ist natürlich gut, um Angst zu machen, Panik zu machen. Und wir haben hier nun mal genug Gas bekommen und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich was zu sagen gehabt hätte, werden wahrscheinlich einige staunen, weil einige jetzt sagen, um Gottes Willen, der sitzt ja hier nicht, aber ich hätte sofort Versorgungssicherheit in Deutschland hergestellt, ich hätte hier Gas gefördert und wir wären heute, als die Ukraine angegriffen wurde, heute wären wir in der Lage, hier eigenes Gas zu fördern, wir wären autark, wir hätten günstige Energie, ich hätte die AKWs laufen lassen, ich hätte auch Erneuerbaren weitergebaut, da wo es Sinn macht und ich hätte vor allem auch den Bürger beteiligt. Gucken Sie doch mal, wer heute die Windenergieanlagen baut, die Parks, Weiber, die großen Konzerne. Follow the money.
folgen sie dem Geld. Ja? Und das ist genau das Problem. Wir zahlen die ganze Party als Normalbürger. Es gibt auch einige, die profitieren, auch in der Landwirtschaft, machen wir uns mal nichts vor. Auch bei Biogas, das hat alles seine Folgen, das ist alles klar. Nur es kann doch nicht sein, dass einige wenige, und das ist leider immer so, auch bei Gas, Professor Bauer hat es angesprochen, überlegen Sie mal, wenn die Fracking-Gas holen aus den USA. Ich habe leider die Folie jetzt, ich könnte es auch machen. Die haben, da ist ein Balken drauf, so viel Gas, Fracking-Gas, beziehungsweise aus den USA. Wissen Sie, wer an Platz 2 kommt, mit so viel? Und der zweitwichtigste Energieversorger beim wichtigsten Produkt überhaupt, Fracking-Gas, Trinidad and Tobago. Die kannte ich vorher nur aus der Bacardi-Werbung. Das ist doch irre. Das heißt also, wenn der jetzt wegbricht, ja, die USA, so wie Biden es gesagt hat, ist ja purer Wahlkampf. Sie wissen ja genau, was passiert, wenn eine Gallone in den USA um einen US-Cent erhöht wird, flippt der Amerikaner aus. Bei uns ist es keine Sau. Ja, wir schlucken ja alles hier in Deutschland. Das ist ja unser Problem. Aber das ist das Problem, wenn wir dort sagen, wir wollen, das fand die Folie, fand die brauchen unbedingt die Folie, mit dem Transport hierher. Vor allem, was ja auch noch wichtig ist, bei dem Prozess, wenn Sie jetzt noch minus 163 Grad abkühlen, geht ja schon fast ein Drittel verloren. Und dann holen wir das hier mit Segelschiffen rüber. Das ist absurd, das ist zu glauben, dass das CO2 uns da passiert. Und entladen das an über Nacht in ein Naturschutzgebiet aufgebauten LNG-Terminals. Und ich habe einen Freund, der wohnt da genau, ein Landwirtskollege, der sieht das, wenn das fette Ding da ankommt, wir haben es ja hier gerade gesehen, und dann, das legt ja nicht an, sondern da fahren kleine Schiffe hin und pumpen das dann ab. Dabei geht auch wieder was verloren. Und wissen Sie, und jetzt kommt der Punkt, wo alle geschockt sein werden, wissen Sie, wo das passiert? Wissen Sie, was da unten drunter liegt? Da unten drunter liegt eine Pipeline, Nord Stream. Da liegt Gas an. Das müssten wir nur aufdrehen. Und wissen Sie was? Jetzt werden alle sagen, wir müssen ja Putin schicken. Ja, kann man alles so machen. Ich war letztes Wochenende noch in Südtirol, 2 Tage Skifahren. Hab dann mit den Südtiroler gesprochen. Die beziehen doch auch russisches Gas. Aus Indien. Kostet nur 30% mehr. Und wenn wir nach Österreich fahren, wissen Sie, was die beziehen dort? Russisches Gas mit den gleichen Gasverträgen, die wir vor 3 Jahren hatten. Und dann frage ich Sie ganz ernsthaft, warum darf man da nicht mal darüber diskutieren, ob das noch normal ist, dass nur wir in Deutschland das machen, selbst Spanien. Können Sie alles recherchieren, alles googeln. Im letzten Jahr hatte Spanien doppelt so viel Flüssiggas aus Russland wie vor dem Ukraine-Krieg. Das wissen Sie, ich möchte was nur verstehen, das begreife ich aber nicht. Aber wie gesagt, bei uns hier zu sagen, wir müssen auf diese beiden Energieträger setzen, ohne über die Konsequenzen zu reden, das ist für mich feige und ist nicht fair und hat mit meinem Demokratieverständnis eigentlich gar nichts zu tun. Und das nervt mich, deswegen wollen wir das klar. Und ich glaube, jetzt sollten wir mal ein bisschen durchhalten. Ich freue mich auf Ihre Fragen und lassen Sie uns mal ganz ernsthaft, lassen Sie mal die Hülle fallen und wir, als auch bei uns sind wir ja auch. Und dann diskutieren wir mal. Wir haben sicherlich ein Mikrofon hier, oder? Was wir hier in dem Ding passiert.